Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind an derselben Stelle, Nito besiegt und die Frage ist, killt meine Waffe Geister? Ja, die Tilted-Frage. Schaffe ich beim zweiten Durchlauf Dark Souls 1, schaffe ich es an einem Tag? Ich möchte das an einem Tag probieren mit voller Chat-Unterstützung. Wäre natürlich schön, wenn dann auch einige am Start sind, die mich unterstützen können. Ich weiß nicht, ob ich das probiert habe mit der Waffe hier. Und an einem Tag durchspielen, 12 Stunden. Theoretisch müsste es möglich sein. Ey, wer bist du denn? Echt jetzt? Der saß die ganze Zeit da oben. Hätte ich dich auch gleich kloppen können, oder was? Ja, wow. Er ist ja ein Sack. Ja, lass mich kurz mal saufen. Ja, das passt dir nicht so, ne? Was sollte das denn? Er sitzt da oben. Labert mich die ganze Zeit voll mit seinem Zeug, meint dann, es stinkt und wartet dann hier unten auf mich, um mich zu killen? Er ist ja einer. So, Geisterboy, testen wir mal. Okay, nee, geht nicht. Dann mal schnell weg hier. Scheiße. Ich hab nicht mehr genug Wanderflüche, um da durchzukommen. Was mache ich denn jetzt? Ich gucke jetzt nochmal, ob die Dame da oben frische Wanderflüche für mich hat. Aber ich weiß nicht, ich habe mich ja hier schon mal durchgekämpft, ein Stückchen. Ha. Verkauft die da oben jetzt frische Wanderflüche, ist die Frage. Weil ansonsten weiß ich nicht, wie ich durch das Gebiet mit den Geistern kommen soll. Ach ja. Ah, nee, nee, den oben bitte. Danke. Oh, I thought maybe you'd forgotten. Are you back for more of my... Plenty of it here. Nee, die hat keine mehr.
fine. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich habe noch genau einen im Inventar. Der hält nicht so lang, Marius. Der hält nicht so lang. Es gibt noch einen Händler. Oh Gott. Ja, Marius, immer vorsichtig mit dem Backseat Gaming, ne? Ich möchte hier schon, so gut es geht, auch alleine durchfinden. Gerade die Info, es gibt noch einen Händler. Weiß ich nicht. Ist es schon zu viel Backseat Gaming oder nicht? Keine Ahnung. Finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Aber das ist ein schmaler Grat, sage ich mal, ne? Shit. Ist da unten noch irgendwo ein Loot oder so? Keine Ahnung. Ah, hallo. What weapons have you brought? Go on, show me. Ich will dir nicht meine Waffen zeigen. Ich will, dass du mir na, guck mal, der verkauft einen Zauberstab. Ich will, dass du mir eine Waffe schmiedest, Kollege. Du hast gesagt, du schmiedest mir eine Waffe und jetzt gibt's keine. Okay, das scheint kein Zauberstab zu sein, mit dem man zaubern kann. Beschleuniger. Beschleuniger, Beschleuniger. Peitsche, Hellebarde, Speer, Großhammer, Hammer, Großaxt, Axt. Stoßschwert, Krummschwert, Ultra-Großschwert, okay. Gerades Schwert. Keine Zauberstäbe. Geht das vielleicht mit dem? Pyromantieflammen. Das Flammenmedium der Pyromanten des großen Sumpfes. Pyromanten beschwören diese Flammen für verschiedene Feuerkünste. Für Pyromantie, Pyromantieflammen, Flamme ausrüsten. Nee, da geht nur... Das geht denn da, geht nur Pyromantie. Der Witz ist, ich glaube nicht, dass die neue... Dass die neue Flüche droppen. Neue Wanderflüche. Sondern... Leider lagen die da rum und ich habe schon sehr, sehr viele eingesammelt. Die lagen hier überall rum, die konnte man looten, aber neue... Boah, naja gut, wir gucken mal.
Ach ja. Er war noch nicht ganz tot. Perfekt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die hier die Flüche gedroppt haben, sondern die wurden mir hier nur zwischendurch mal irgendwo lagen welche rum, aber von den Geistern selber hatte ich keine bekommen. So, und jetzt sind wir bei der miesen Nummer. Bis hierhin war ich schon gut gekommen. Die kommen halt auch jetzt, ne? Oder? Ne, die gehen wieder zurück. Okay. Ich probiere jetzt was. Ich habe nicht so viele Seelen. Ich will hier rüber. Ah, verdammt. Okay. Tja, und damit ist mein letzter Wanderfluch weg. So, jetzt kann ich die Geister nicht mehr bekämpfen. GG. Ist durch. Oh, hello there. Oh, as always, if you provide the material. Goodbye then. Be safe. Der hat nix. Oh, sometimes I lose my. Der hat auch nix. Der oben auf dem Dach bei den Gargoyles, nur zur Information, der Händler ist tot. Der hat mich geärgert und dann habe ich ihn gekillt. Ah, ich habe noch. Oh, ich weiß noch einen. Der hat vielleicht was. Ich habe noch einen Händler im Kopf. Muss ich schauen, ob ich den auf die Schnelle finde, aber ich glaube ja. Nach Jungs. Ist ja gut. Rüber und dann runter. Irgendwo hier runter. Ging's hier runter? Könnte sein. Der Boy, der könnte noch sowas haben. Der sieht nämlich so aus wie die andere. Tja, nö.
Oh. Moment. Den Schlüssel brauche ich. Und damit, was war hier noch? Weiß ich nicht mehr. Komme ich hier runter zu den anderen Boys? Nee, ne? Hier geht's nur da hoch wieder. Ah, wo komme ich denn nochmal? Lol, da stand einer hinterm Regal. Ich weiß. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich habe einen Plan. Gucken wir mal, ob ich mit diesem Schlüssel, mit dem neu erworbenen Schlüssel, da unten die Bude öffnen kann. Von dem Kollegen, der eingesperrt ist. What? Okay. Jungs. Nee. Nicht so cool. Hundi! Noch irgendjemand? Ja. Noch einer. Ah, da ist noch ein Hundi. Ey! Ah, na bitte, geht doch. So, warte, warst du hier? Nee. Hier. Yes! Hi! Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. Uh-huh. My sorcery. And I will be more... Besides, I have an important task at hand. Okay. Kannst du bitte hier weggehen? Zaubererumhang. Okay. Oh, hello. I have my besides. Beschleuniger des Zauberers.
Nun denn, wo war hier das nächste Leuchtfeuer? Keine Ahnung, dann laufe ich halt jetzt zurück. Haben wir den mal befreit? Habe ich das auch rausgefunden, wie das geht? Konnte ich hier noch... War hier noch eine Tür, die verschlossen war oder so? War hier noch irgendwo was Verschlossenes? Nee, ne? Nee. Da unten tot. Da unten lauert der Tod. War hier noch eine Tür? Nee, ne? Da war auch nur diese hier. Ja. Passt. Oh, da war noch eine beim Tauros, glaube ich. Beim Tauros war noch eine Tür. Ah, laufe ich da jetzt auch noch hin? Oh. Weiß nicht. Ich denke nicht. Ich vermute mal, dass die Befreiung des... dieses Jungens schon mal keine schlechte Sache war. Was mir gerade noch auffällt, was ich jetzt noch nicht probiert habe, dass ich den Zauberbeschleuniger mal in die rechte Hand nehme und schaue, was dann passiert. Nee, kann ich immer noch nicht benutzen, den Zauber. Und ihr seid wieder da. Was ich nicht verstehe, weil eigentlich war ich nicht bei keinem Feuerchen am Start. Nein! Es passiert mir schon wieder! Weil er den... Weil ich will loslaufen. Jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, warum mir das passiert. Ich will loslaufen, nachdem ich den Kill gemacht habe. Und er visiert sofort den unten an. Und durch das nach vorne laufen macht er dann den Schritt in die falsche Richtung. Nämlich auf den unten. Naja, ist auch nicht so wild. Waren jetzt 3000 Seelen, die... Mei. So, wo ist der Kollege? Der ist jetzt noch nicht zurückgekommen. Oder? Hier vielleicht irgendwo? Beim Raben? Nö. Der pennt. Welcher war der? War das der? Beim anderen Schmied? Ja. Well, you seem to need anything for... Keine Ahnung, die Jungs... Die Jungs nehmen immer nur... und geben mir nichts. Die sagen, sie schmieden mir irgendwas, aber bisher habe ich von keinem einzigen auch nur irgendwas bekommen. So, nun ist es so... dass ich nur noch eine Sache sehe. Ich überlege nochmal kurz. Anor Londor oben fand ich ein bisschen zu schwierig, aber na, wobei, die Gegner haben sich jetzt gerade nichts geschenkt. Ob ich jetzt diese Ziegenmenschen unten in der Hölle mache oder die Kristallskelette oben im Himmel. Vom Schaden, den die da bekommen hatten, war es echt ähnlich.
Was mache ich zuerst? Nach unten oder nach oben? Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. So. Ich möchte erstmal hier nichts weiter tun. Nee, nicht da lang, darunter. Und ich frage mich wirklich, ob ich über diese Glocke hier irgendwie einen Punkt erreichen kann, der mich irgendwo anders hinführt, aber ich glaube nicht. Also ich vermute mal, dass es eine Glocke ist. So. Also jetzt versuchen wir tatsächlich mal, hier Fortschritt zu machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach hier runterstürze. Ob mir das irgendwas bringt, aber ich würde trotzdem erstmal versuchen, den Standardweg zu nehmen. Kommst du? Ah, ich will eigentlich nicht gegen zwei von denen gleichzeitig kämpfen. Ah, geh da raus. Ah, 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 ah. Okay, jetzt. Ey, nicht weglaufen. Komm her. Komm. Autsch. Autsch. Einer nach dem anderen, bitte.
Mit beiden Schwertern mag ich nicht gehauen werden. Oh oh. Ugh, zum Glück hat er über mich drüber gehauen. Gut. So, jetzt du bitte. Ich trigger den rechts zuerst, really? Komm mal her, du. Gut. Aua. Wow. So. Was bist du denn? Etwas, das mich anspucken will. Feurig anspucken will. So, und du? Ah, hier ist ein Leuchtfeuer, nice. Guck mal an. Wunderbar. Ja, der wird ja dann nicht mehr respawnen hier, der Kollege. Kriegerseele, easy. Bisschen Angst hatte ich. Okay. Jetzt geht's da geradeaus, hart weiter. Hallöchen. Autsch. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich sowas von viel zu viel. Bisschen lucky, den richtigen Moment hier erwischt. Hallöchen. Gut zu wissen. Ich will wissen, was da oben ist. Sechs Flakons. Aha, erstmal Feuerspucker. Nope.
Wo bin ich hier? Feuerdämon. Hey, du siehst aus wie der Kollege, den ich schon mal gekillt habe. War das dein Bruder? War das dein Bruder? Aua. Aua, was ist das? Was tust du da für Dinge? Explosionen und so. Boah, diese... Also das mit den Explosionen, das ist gemein. Bin ich jetzt noch nicht so der Freund... Der Freund von. Und ich bin... eigentlich dachte ich, ich bin rechtzeitig ausgewichen, aber irgendwie... Anscheinend wohl doch nicht. Will ich... Oder will ich nicht... Mehr Flakons. Eigentlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier mehr bräuchte an der Stelle. Kann ich hier einfach vorbei, ohne dass ich euch alle killen muss? Aua! Oh, vom einen in den anderen rein. Eieieiei. Ja, theoretisch. Praktisch ist das Ganze ein bisschen in die Hose gegangen. Hey, wo geht's da lang? Homing. Homing Damage. Wer liebt es nicht? Explosionen. Direkt. Okay, die macht er irgendwie vor sich hin. Und dann haut er mit seinem Ding noch fett auf mich drauf. Uff. Also gegen den Feuerschaden habe ich ja Rüstung und einen Ring, den ich nehmen könnte. Okay, es ist ein bisschen nervig. Mit diesen ganzen Gegnern, die hier rumgammeln, sich um diesen da durchzurennen. Und vor allem, was gibt's hier unten noch? Lohnt es sich? Lohnt es sich, hier noch irgendwo anders hinzugehen? Weiß ich nicht. Da rechts vielleicht mal noch den Loot holen. Also jetzt gehe ich mal nach da rechts oben, hol mir mal den Loot, schau mal, was da ist.
Gucken wir mal. Ich hoffe, dass der Typ da... nicht mit beiden. Mit beiden kann ich nicht so gut. Autsch. Ah, ein paar mehr Flakons. Ah, ist nur eine Seele. Okay. Ah, der bewegt sich nicht dort weg. Okay, von mir aus. Gut. Mal einen Blick hier rüber werfen. Was ist hier? Warum sollte ich da hingehen? Warum stehen da Gegner? Warum stehen dort Gegner? Nein, das war nicht so geplant. Ich wollte ihm eigentlich einen kritischen von oben geben. So viel dazu. Autschi. Komm, lass mal. Lass mich mal ein bisschen Schaden machen an dich hin. Nicht rollen. Nee. Unnötig. Was ist hier? Lohnt sich das überhaupt? Also ich gehe da jetzt. Als würde er Golf mit mir spielen. Ja, so sieht's aus. Sind mir die Flakons zu wenig? Eigentlich reicht's. Eigentlich reicht's absolut aus, die 5. Ah, ich dachte, ich treffe ihn auch. Das ist irgendwie in die Hose gegangen. So wollte ich das eigentlich machen. Ach komm. Der Schaden war nötig. Das war ein nötiger Schaden. So. Also, jetzt zu dem. Ja, komm mal her, du. Autsch. Der vorhin hat doch... war doch gestunt die ganze Zeit. Oh oh. Zweimal Schaden bekommen? Okay. Ja, Mensch. Ach, da kann ich gerade zurücklaufen und nochmal saufen gehen, ey. Das ist doch Mist jetzt hier. Ich will aber jetzt darüber und wissen, was da los ist. Hä? Lol. Kommt er jetzt zurück? Ach ja, klar. Na, wenn das jedes Mal so einfach wäre. Wenn das nur jedes Mal so einfach wäre.
Nein, schlecht. Na bitte. Geht doch. Was ist hier? Ah, da hinten ist eine Kiste. Oh! Erschreckt mich halt. Klar. Waffe in Gefahr. Och nee, Alter. Nee, was ist das hier für ein Scheiß? Leck mich doch. Flammenglut. Oh, muss ich schon wieder zum Schmied gehen? Langweilig. Es ist voll unnötig, dass die jetzt meine Waffen kaputt gemacht haben, ne? Ha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut zu wissen, dass die Würmer das tun. Schon wieder was gelernt. Also jetzt mache ich erst eine Kleinigkeit. Weil ich nicht weiß... Achso, nee, dafür brauche ich eh zwei Menschlichkeit. Also kann ich sowieso nochmal eine nehmen. Ob ich vielleicht zu diesen Feuern mal zu manchen teleportieren kann und zu manchen nicht, weil die noch nicht entfacht sind. Und zumindest kriege ich jetzt hier 10 Flakons für diesen Flammendämon von mir aus. Dahin muss ich. Zum Schmied. Ach nein, ich hab doch... Na, ich hätte ja was gehabt zum Reparieren. Mal gucken, ob ich mich dahin teleportieren kann. Aber trotzdem rede ich kurz mit ihm, weil ich habe ja diese tolle Glut bekommen. Vielleicht will er sie ja haben. Und dann gebe ich die nächste Sache zum Schmied. Doch damit kann ich nicht umgehen. Ich stopf denen die ganze Zeit irgendeinen Mist in den Hintern. Und trotzdem kriege ich nichts von denen. Ist das das Richtige? Ach, guck mal, hier bin ich gelandet. Okay. Ich glaube, ich muss laufen. Ah nee, warte. Diese Glutdinger. Ah, nimmt die der hier? Oh, ich weiß es nicht. Wieder zu jedem Schmied gehen und gucken, ob er es haben will, ey. Ah, wo habe ich denn vorhin die Glut abgegeben? Weiß ich nicht mehr. Jetzt gucke ich bei ihm nochmal. Wow! No! Wieso war denn der unten? Ha!
Ist das erste Mal passiert jetzt? Okay. Ups. Dann kann ich aber gerade in die Katakomben gehen, da bin ich schneller beim Schmied. Ich glaube, der wollte das. Oh ey, diese Tonprobleme, die der mit seinem Kehlkopf hat. Wahnsinn. Am Aufzug sterben. Ja, der Endboss-Aufzug war der in Schandstadt, der Paternoster-Aufzug. Ich muss wirklich hinlaufen, aber nicht so wild. Geht schon klar. Hier würde ich auch gerne mal draufhauen auf diese riesige Glocke. Die hier, ist das? Nee, das passt nicht. Aber das sieht irgendwie so aus, als könnte man damit was machen. Welche Glut ist die Schuldige? Er ist mir jetzt wurscht, zu dem anderen renne ich jetzt nicht auch noch. Wo sind denn die? Hier. Nee. Ach, keine Ahnung. Irgendeine Flammenglut, die ich da unten gefunden habe. Achso, ich habe sie ihm ja gegeben gerade. Nee, ja, genau. Die Flammenglut da unten. Glut zählt zu Schlüsselobjekten, was auch immer das bedeuten mag. Ich habe allen Schmieden die Glut immer gegeben. Also wenn die mir nicht bald was bringen für die Glut, dann fange ich an, die Schmiede umzubringen. Ach so! Nee, ich habe die abgegeben. Passt doch. Ich habe sie abgegeben. Nein, hier bin ich falsch. Hier will ich doch gar nicht lang. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ich mich zu manchen Leuchtfeuern teleportieren kann und zu manchen nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich mich jetzt nicht da vorne zu dem teleportieren konnte, sondern dass ich jetzt hier laufen muss. Ich habe es entfacht. Vielleicht muss ich es zweimal entfachen. Kann sein. Jedenfalls geht's jetzt auf zum Feuerdämon. Aua. Ich habe es nicht so gern, wenn du mich mit zwei Schwertern haust. Aua. Wo hatte ich denn... Irgendwo habe ich Sachen verloren. Ach so, am Aufzug. Ja, wie viel hatte ich? Ich weiß es gar nicht. Ja, hätte ich vielleicht abholen sollen. Egal. Lohnt sich eh nicht. Hier werde ich ja jetzt nicht sterben. So. Auf zum Feuerdämon. Versuch Nummer 3. Oder vielleicht sogar 4.
Genau im falschen Moment. Genau im falschen Moment wollte ich prügeln. Der Waffendebuff, meinst du den? Ja, der Waffendebuff wahrscheinlich. Also ich habe jedenfalls diesen Wurm, den... Ja, die haben mich... Deswegen bin ich gerade zu den Schmieden gerannt. Ich will jetzt doch nochmal... Ach komm. Ich muss hier jetzt einmal ganz kurz auschecken, was das hier ist. Was ist das hier? Und warum liegt da Loot? Wie komme ich darüber? Der ist nervig, findest du? Ich fand das jetzt gar nicht. Also ich meine, man geht hin und repariert das, oder? Und dann ist erledigt. Vielmehr ist das doch gar nicht. Ja gut, dann pfeife ich jetzt auf den Loot da drüben und schaue mir mal an, was hier unten los ist. Was seid ihr denn? Nicht weglaufen! Tür berühren. Durch Vorrichtung verschlossen. Da waren kurz die Mädels da. Durch Vorrichtung verschlossen. Okay, das heißt, hier muss ich irgendwie aufmachen können. Wahrscheinlich nicht da hinten. Ja, hier geht's einfach nicht weiter, okay.
Ist es jetzt der Plan, sich da hinten rüber zu rollen, um an den Loot ranzukommen? Ja, wahrscheinlich ist das hier der Plan, ne? Eine Ritterseele. So, und jetzt? Ja. Ich hätte nicht heilen brauchen, dann hätte ich einen Flakon gespart. Aber egal, ich wusste nicht, wie viel Schaden ich kriege. Sicher ist sicher. Gut, also, da muss ich wahrscheinlich erstmal den Dämon hier killen. Der ist ganz schön nervig. Vielleicht sollte ich hier den mal schnell noch probieren. Jawohl. Hat noch geklappt. Ich nehme lieber einen Flakon, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, der macht hier so komisches Zeug. Ja, genau das. Das macht einfach viel Schaden. Ich habe noch nicht rausgefunden. Wie soll ich dem ausweichen? Passiert das immer in der Entfernung vor ihm, oder? Schlonk. 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 Ja, von mir aus können wir das Spielchen den ganzen Abend treiben, wenn du da Bock drauf hast. Das gefällt mir nicht. Okay, das war gut. Ah, Mist. Da sehe ich noch nicht, wann dieser Angriff kommt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Der kommt nochmal. Mist. Nochmal. Nochmal. Nochmal, shit. Dann sollen wir damit aufhören. Was kommt jetzt? Der vor ihm, jawohl. Passt. Ich schluck jetzt mal einen Flakon, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich habe noch genug. Ah, fuck. Ich dachte, hinter ihm trifft es mich vielleicht nicht. Na bitte, geht doch. So hart war er am Ende nicht. Auf den Wanst oder auf den Bobbes. Genau. Dämonenbeschleuniger. Okay, da hinten ist was aufgegangen. So hart war es am Ende gar nicht. Und hier grölt was.
Ja, kommt ihr erstmal her, bevor ich mich an gröhlende Riesenviecher begebe. Mit euch komme ich klar. Da weiß ich, was mich erwartet. Einfach dreimal draufhauen. Das ist nämlich zu viel für euch. Hier geht's runter. Und hier geht's rauf. Also, bevor ich tiefer runtergehe, werfe ich einen Blick nach oben. Ja, das ist der Startboss. Ist mir, habe ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gefragt, ob ich seinen Bruder schon getötet habe. Oh, war da jemand nicht anwesend? Eieieiei. Noch eine Ritterseele, jawohl. Okay, das ist der Mechanismus zum Tor, oder? Aufzug. Oh, warte. Oh, okay. Aha. Hey. Cool. Okay. Jetzt, ich habe doch gewusst, dass das irgendwie ein Aufzug ist oder sowas. Mensch. So, jetzt ist die große Frage. Moment, hier habe ich gerade den Dämon bekämpft. Dann gucke ich noch mal nach unten. Also, die richtige Entscheidung war, es war nach oben zu gehen zuerst. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Haha! Oh! Willst du mich zufällig auf 10 auf? Nee. Aufsteigen. Ja, kann ich einmal tun. Hier brauchen wir nichts mehr. Dann gehen wir nochmal auf Stärke. Let's go. Ja, 9 Flakons reichen erstmal. Wait. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Wo bin ich jetzt? Das ist ein anderes. Das sieht anders aus als das von vorhin, oder? Das ist nicht das Tor. Ach Gottchen. Ach. Es reicht ja nicht, dass ich jetzt einen Boss gekillt habe. Och nee, so ein Wurm. Oh Mann, ey. Oh, was ist es denn? Und dann mit Lava drin, ne? Das reicht ja nicht, dass man so einen riesigen Wurm bekämpfen muss. Der muss auch noch in Lava stehen. Wow, was mache ich hier jetzt? Scheiße. Komm, hau nochmal drauf. Mist. Hau nochmal drauf. Mist. Hau nochmal drauf. Aua. Jetzt hat er mich erwischt.
Aua, und in die Lava. Und ich bin sowas von nicht tot? Jetzt bin ich tot, aber ich bin in der Lava nicht gestorben. Bringt der Ring so viel, dass ich nicht an Lava sterbe? Moment. Das muss ich testen. Ich habe ja diesen Feuer-Damage, den Feuerdinger-Ring. Nö, nö, nö. Nee, Mann, nee. Macht keinen Unterschied. Man kriegt trotzdem Instant-Schaden. Gib mir mal ein bisschen Loot. Grüne Scherbe. Okay. Ich finde, hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Schauen wir mal. Komm mal her, Kollege. Komm mal ein bisschen hier an Land. Dahin, wo ich dich auch treffen kann. Ah, der macht es. Du sollst näher kommen. Ich kann nicht so schnell draufhauen. Ah! Ich kann nicht so schnell draufhauen. Aua! Ah, ich sehe nichts. Aua! Stopp! Oh oh. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, wo ist er hin? Da ist er. Ich sehe nichts. Autschi. Immerhin die Haxen. Ja, zumindest konnte ich noch kurz ein bisschen saufen. Ah, Mist, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ärgerlich. Zu viel gewollt. Immer schön in die Haxen. Immer schön in die Haxen. Ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Nee, 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 lass mal kurz, danke, kurz ein Schlückchen, ein kleines Schlückchen. Mist. Ach komm, dann aber auch. No, nein, so knapp. Im zweiten Versuch fast gekillt. Im zweiten Versuch war er schon so gut wie tot. Aber ich brauche mehr als 5 Flakons, definitiv. Du machst das erstaunlich gut, dankeschön. Du bist jetzt tatsächlich nicht der Erste, der das sagt. So, 15 Flakons müssten ausreichen.
Ach, guck mal hier. Ich könnte den Sonnenritter holen. Schaffe ich auch ohne. So, und alle hopp. Was hatte ich denn hier eigentlich nochmal gelootet? Ich weiß nicht mal mehr, was ich hier gelootet hatte. Hatte ich Seelen? Ein paar. So, jetzt komm mal näher ran, Kollege. Kollege Lavawurm. Nein, 1000-Fuß-Dämon. Du sollst näher rankommen. Mist. Du musst unbedingt... Jawohl, so ist gut. Schade. Mist. Ah, ich habe gerade die Taste gedrückt fürs Schild hochhalten. Na, du hast einen blöden Winkel hier gerade. Ich sehe nicht, wo ich hinhau. Ah, Mist. Oh, oh. Kurz saufen, bitte. Bitte, bitte, lass mich kurz saufen. Lass mich noch einen saufen, bitte. Ja, ist okay. Ist okay. Das habe ich. Das ist okay. Das ist okay. Alles kalkuliert. Okay, jetzt nochmal, ja. Nein, scheiße. Jetzt wird's zu eng. Oh, hat geklappt. Okay, oh, Hilfe. Ah. Das ist ein Rhythmus, der gefällt mir nicht, den er hier gerade hat. Oh. Und eine Attacke nach der anderen. Ah, und dann das, dass man auf die Körpermitte fokussiert ist. Immer ausschließlich. Ist ein bisschen nervig. Naja, ich weiß schon Bescheid. Du gibst mir auch noch eine mit. Wow. Okay, jetzt ist durch. Das werde ich nicht überleben. Ja. Gefressen hat er mich. Also, das Schwierigste an dieser Stelle ist tatsächlich der Fokus auf die Körpermitte. Wenn der Fokus, wenn man fokussiert ist, ein bisschen weiter hinten unten auf seinem Hintern wäre, dann wäre das wesentlich einfacher tatsächlich. Ich habe wahnsinnige Orientierungsprobleme, wenn ich zwischen seinen Beinen stehe und der Fokus nach oben geht auf seinen allerwertesten, nicht auf seinen allerwertesten eben, sondern eben auf seine Brust. Das ist komplett die falsche Stelle, an der kann ich nichts anfangen mit der... mit dem Fokus. Und woanders hinstellen ist saublöd. Mit dem Schild dann. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ärgerlich, dass ich es im zweiten Versuch... Das ist jetzt schon der dritte Boss oder so, den ich im zweiten Versuch ziemlich gut gedamaged habe und dann aber nicht zum Abschluss kommen. Und jetzt kommt eben die Stelle... Okay. Ah, ich wollte gucken, ob ich einen kritischen irgendwie auf den Schwanz machen kann, aber... Huh! Nee. Probier gerade ein bisschen rum, deswegen... kriege ich jetzt mehr Schaden als nötig.
Oh, oh, Mist. Hm, ärgerlich. Oh, nicht in die Lava, bitte. Lass mich mal hier raus. Ein bisschen. Wir müssen ein Stückchen weiter da drinnen kämpfen. Oh. Wunderbar. Guter Schaden. Nochmal guter Schaden. Und nochmal guter Schaden. Und das ist ein sehr dankbares Pattern hier gerade. Perfekt. Huh, nice. Pattern durchgespielt, ja. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst, da stand noch was dran, was ich bekommen habe. Der hat mir keine Seelen gegeben. Doch, jetzt, 40.000. Hab ich eine Waffe gekriegt von ihm? Das ist eine ernst gemeine Frage, das könnt ihr beantworten. Ich habe einfach A gedrückt und dann wurden noch, genau in dem Moment, als ich A gedrückt habe, wurden Sachen angezeigt. Diese Frage könnt ihr gerne beantworten. Das ist definitiv kein Backseating. Also diesen Ring habe ich gekriegt. Reduziert Lavaschaden. Ach, guck mal an. Dann habe ich wahrscheinlich Menschlichkeit bekommen, würde ich raten. Ah, der Lavaschaden ist eigentlich so gut wie aufgehoben, hätte ich jetzt gesagt. Schade, hätte ja sein können. Jetzt habe ich aber diese Tür da hinten nicht geöffnet, die durch einen Mechanismus verschlossen ist, ne? Oder war? Ja, mein Guter. Erstmal hier. Warme Füße, ja. Hey! Kemken, danke für den Follow. Vielen Dank. Na? Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. After all this. Weiß ich jetzt auch nicht, kann ich dir nicht sagen, Kollege. Ja, der Lavaschaden ist aber massiv reduziert. Was ist das hier? Was seid ihr? Och. Verlorenes Isalit. Oh, Leute, ey, ne? Hier sind schon wieder irgendwelche Riesenviecher. Aber das Geräusch ist trotzdem sehr einschüchternd. Killen die mich? Greifen die mich an? Ich werde es rausfinden. Bis jetzt nicht. Mal umgucken, ob ich irgendwelche Besonderheiten erkennen kann.
Ach ja, guck mal, du wieder. Du bist keine echte Kiste. Doch, du bist eine echte Kiste. Lol, warum bist du grün? Bedeutender Held. Nice, danke. Ich glaube, die Dinger machen mir nichts. Ah, es bewegt sich. Es macht mir doch was. Ah! Ich, ganz ehrlich gesagt, nee. Nee, 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 lass mich bitte. Lass mich einfach. Lass mich doch einfach. Ah, scheiße, 20.000 Seelen führen. Okay, an diesem Schrein laufe ich in dem Fall rechts dran vorbei. Gut. Da bringt mir auch jede... Also, ich meine, will ich die bekämpfen? Nee. Nee, das macht doch keinen Sinn, diese Riesenviecher, die mich mit zwei Hits killen, zu bekämpfen. Das heißt, ich nehme den vorgeschlagenen Weg und werde nicht davon abkommen. Der fand es bestimmt einfach nur nicht toll, dass ich die Kiste aufgemacht habe. Das hat ihn jetzt gestört, da musste er jetzt seinen Unmut einmal loswerden. Ich habe es verstanden, die Kiste mache ich nicht mehr auf. Ist okay. Die Kiste darfst du behalten. Wird nie wieder geöffnet. Hier an der Stelle wird jetzt rechts rumgelaufen. Ich kill auch deine Feuerspucker-Kumpels nicht. Die bleiben einfach hier. Alles gut. Niemand muss leiden. Weder ich noch du. Ja, guck mal. Kein Problem. Niemand hat hier ein Problem. Da hinten geht's hoch. Doppelmenschlichkeit. Also da hinten, das sieht aus wie so ein Ast, der da so nach links hochgeht. Der ist dafür gedacht, da drauf rumzulaufen. Dann schnarcht hier irgendwas. Ach, da ist noch einer. Da hinten wäre ein Loot. Da ganz hinten drin liegt ein Loot. Da komme ich nicht rein. Da ist das Ding wahnsinnig nah. So ein großes. Da ist kein Eingang. Okay, also hier ist wohl erstmal nichts mehr. Ich würde sagen, da hinten geht's weiter. Und da in die andere Richtung ist noch ein Loot. Die Frage ist... Das sind zwei Loot. Die Frage ist, pisst das Ding jetzt an, wenn ich den Loot nehme, oder kann ich einfach hier hinlaufen? Rüstung in Gefahr? Wird? Oh Gott, okay. Göttlicher Segen.
Noch ein göttlicher Segen, okay. Haben wir uns den Loot mal gegönnt. Also schön. Damit ist meine Rüstung erledigt. Ich glaube, ich sollte sie ausziehen. Um sie nicht ganz kaputt zu machen, weil ich vermute, dass in Gefahr bedeutet, bald geht sie ganz kaputt. Und wenn sie ganz kaputt ist, ich meine, wir haben es hier mit Dark Souls zu tun. Wenn sie ganz kaputt ist, werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr nutzen können. Und eigentlich finde ich die Rüstung cool. Deswegen ausgezogen. So. Ja, guck mal, hatte ich doch recht. Hier geht's weiter. Richtig vermutet. Ha. Aber irgendeine Rüstung will ich eigentlich schon anziehen. Ich meine, so ein bisschen gegen Feuerdamage oder so gerüstet zu sein, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Elite-Ritter-Rüstung. Oh, die ist sogar noch schwerer. Nee, so eine schwere will ich jetzt nicht anziehen. Schwarze Lederrüstung. Hier 14 Feuer, jawohl. Andere Manschette, 12 Feuer, 2,1 Kilo. Ich sehe von hinten aus wie Rotkäppchen oder sowas. Oh Mann. Geil. Kann ich bitte nicht hier zwischen den... Was bist du? Ach so, einer. Ach, jetzt komme ich hier rüber. Es gibt ein DLC? Oh Gott, es gibt ein DLC in Dark Souls 1. Das ist nicht dein Ernst. Autschi. Ey, komm. Wenn der bei Remastered direkt dabei ist, dann spiele ich den eventuell einfach zufällig mit, in dem Fall. Muss jetzt sein, ne, dass du mir noch eine mitgibst. Muss nicht extra kaufen. Ja gut, ich meine, dann stolper ich wahrscheinlich früher oder später einfach über den DLC und dann... Oh, was ist das? Es sieht hässlich aus. Es sieht hässlich und gefährlich aus. Und es sieht so aus, als würde es Feuer spucken. Oh Gott, was bist du? Ich will es ehrlich einfach nicht herausfinden. Einfach direkt killen.
Wo geht's hier lang? Was ist das denn jetzt hier? Da ist Loot. Oh, hi. Mist. 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 Nein! Ah, aus Dummheit. Aus Dummheit. Weil ich dachte, ja, komm, den Hit von der Seite, den kann ich irgendwie da in diesem engen Gebiet. Nee, kann ich nicht. Ach, das ist doch jetzt sowas von unnötig. Also der Name Isalit, der sagt mir ja was. Es hieß, ich muss irgendwie von dem auch die Seele besorgen, wenn ich mich recht entsinne. Isalit-Seele war doch hier vorhin erwähnt worden. Ich hätte meine Ausrüstung gerade reparieren können am Feuer. Das ist auch voll blöd hier, ne? Da wird man gezwungen, runter zu hüpfen. Und Schaden zu nehmen. Sehr ärgerlich. Die 20.000 Seelen hätte ich bitte gerne wieder. Spiel. Kann ich hier irgendwie abkürzen, dass ich da hochkomme? Anscheinend nicht. Hoppla. Ach komm. Das ist hier drüber. Ich weiß nicht mehr genau, wo es nach oben ging. Ah ja, genau hier. Ja, ja, alles klar. Passt. Was auch immer du für ein fettes Vieh bist. Ich bin nur hier, um meine Seelen wiederzuholen, die ich hier drüben verloren habe. Will ich den Loot jetzt da unten auch haben? Keine Ahnung. Überall liegt Loot rum in diesem Spiel. Überall. Heldenseele. Das Rotkäppchen ist unterwegs, ey. Das Rotkäppchen ist unterwegs. So, nach oben oder nach unten? Wer bist du denn da oben? Ein Feuermagier. Soweit lassen wir es nicht kommen.
Isalitbeschleuniger. Hey! Noch eine Bosszone. Dann gehe ich davon aus, dass es da unten vielleicht irgendwo ein Leuchtfeuer gibt. Echte Kiste. Chaos Feuerpeitsche. Okay. Okay, also dann gehen wir doch mal noch da nach da unten, bevor ich da durch die Nebelwand gehe. Das sieht so nach Boss aus. Das muss ein Boss sein. Vielleicht ist es doch nur ein wilder Durchgang. Egal. Ganz kurz mal schauen. Was ist das hier? Och nö, so einer. Und hinter ihm? Keine Ahnung. Uah. Der ist nervig. Und vor allem bis hierhin latschen, ne. Oh no! Hab ich mich erschrocken! Um Gottes Willen! Warum? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Leute! Ach, in die Boys kann man auch noch von oben reinfallen, oder was? Ja, verdammte Axt. Lass mich hier vorbei. Okay, ich probiere mal was. Ich habe mir schon öfter gedacht, dass es vielleicht... Moment, wo bin ich jetzt? Das ist ja ein anderer Weg. Ach, guck mal. Ja, wunderbar. Hier geht's einfach wieder nach oben. 7 Flakons. Oh, da unten ist doch aber ein Leuchtfeuer, oder? Irgendwo. Und ein Haufen Loot. Da unten ist doch 100 pro ein Leuchtfeuer irgendwo. Kann ich das von hier aus schaffen? Huh, nee. Ja, wisst ihr was, ey? Dann gehe ich halt da runter an diese komischen Viecher hin jetzt. Aber wie komme ich an diesen Loot, der hier liegt? Seltsam. Sterbe ich, wenn ich mich einfach hier runter droppen lasse? Weiß ich nicht. Sieht nicht nach einem Gebiet aus, das ich unbedingt
erforschen will, ehrlich gesagt. Deswegen nehmen wir diesen Weg. Ach, hier geht's nochmal woanders hin. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, hier. Ah, dann ist drüben bestimmt auch eine Treppe. Och nö. Ah. Ha. Ah. Habe ich irgendwas? An Ringen oder Ausrüstung, was mir diesen Gift-Unsinn erhöht? Hm. Ist hier unten ein Leuchtfeuer? Ich glaube, ich... Tue ich mir das an jetzt? Ne. Marius, schön, dass du da warst und ich wünsche dir viel Spaß beim Sport. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Also, die Aufnahme, die Folge geht schon viel zu lang jetzt. Hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Ich will wieder raus. Wie bin ich rausgekommen? Da drüben. Oh oh, jetzt habe ich, glaube ich, Mist gebaut. Jetzt habe ich, glaube ich, großen Mist gebaut. Shit. Das ist eine Todesgrube da unten. Okay, ne. Ne. Wisst ihr was? Ne. Tu ich mir nicht an. So, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Die Aufnahme geht schon viel zu lang. Deswegen schaue ich jetzt durch den Nebel. Das hier ist alles irgendwie rigged hier unten. Bestimmt gibt es hier was Tolles. Bestimmt kommt man da auch irgendwie leicht dran. Könnte von oben ins Loch reinfallen. Ja, genau. Könnte ich machen. Will ich aber nicht. Wo bin ich denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre es klug, erst diesen... Ja, komm. Oh Gott, was ist das? Nope. Kann man hier nicht irgendwie... Ich hatte da sowas in Erinnerung. Nee. In dem Fall nicht. Kann ich dir auf deine pelzigen Haare hauen? Nee. Chaoswesen. Ach du Scheiße, machst du viel Damage. Ja. Ah, Mist. Gerade gesehen, dass es mich hauen will. Was ist das hier?
Okay. Staubwischerwesen von Isalith. Viel Glück. Okay, das war's? Hier auf der Seite, oder was? Hä? Ich sauf mal lieber einen, weil die hat mir vorhin hier schon... Ah, was zum... Nee! Oh, ist... Also... Wow! Wow! Was sollte das denn? Schon wieder so ein unfairer Random-Scheiß. Ah, ist ja brutal. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle das Leuchtfeuer doch entfachen. Aber sage jetzt auf jeden Fall mal Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart.